Nun gehen wir zurück zum Text. Timothy. Und wir haben. Okay, wir gehen zurück zu 43:25. Okay, wir fangen an. Wir sind jetzt an diesem Punkt, wo Papa Karinthi uns ermutigt, ein kleines persönliches Mantra für uns selbst zu machen, um zu erinnern, um uns zu erinnern, dass wir die Probleme von anderen Menschen wegnehmen und ihnen zu helfen. Und es gibt eine alte Tradition, eine alte weise Tradition. Nimm ein Mantra für dich mit, wenn du durch den Tag gehst, und halte dein Mantra, verliere es nicht. Auch nimm es mit, auch wenn du ins Flugzeug gehst, vergiss es nicht auf dem Flughafen. Und hier ist es. Nimm es mit und benutzt es. Ich gebe $100. Jeder wacht jetzt auf einmal auf. Wenn du mir sagen kannst, dass die zwei traditionellen Hintergründe sind für ein Mantra. Ich habe nur einen Spaß gebracht. Erhalte deine Moral. Halte deine Moral und halte und nehme das Mantra und halte es, was du bekommen hast. Geht zu Venerable Jigme und holt euch das Geld, was ihr von mir bekommt. Kommt nicht zu mir erst 2 Jahre später. Ihr habt das Mantra, du solltest motiviert sein, von einer authentischen Linie das Mantra zu kreieren. Und im zweiten Step musst du deine Moral halten. Es gibt 2 verschiedene Arten von Moral für $100. Ja, Bodhisattva-Moral und die Diamantweg-Moral. Und vergesst nicht, euch das Geld abzuholen. Und das bedeutet, nehmt das kleine Mantra mit während des Tages, behalte es bei dir, anderen Menschen Glück zu geben und ihre Probleme zu nehmen. Und ihr könnt es machen in kleinen Momenten am Flughafen, zum Beispiel, wenn ihr in der Schlange steht, zum Zoll. Okay, er hat uns eine Reihe von Beispiel an Mantras gegeben, über die wir auch schon geredet haben. Und ich steige jetzt bei einem weiteren ein und werde sie paraphieren. Er sagt, schau, ich kann euch ein paar Wörter geben vom Goldenen Licht-Sutra, das ihr für eure kleinen Mantra benutzen könnt. Und dieses Sutra hat wunderschöne Geschichten, wie Lord Buddha ein Buddha wurde. Zum Beispiel die Geschichte mit diese Geschichte mit den Tigern. In Mongolien geschah dies, und John Brady hat 3 Projekte in Mongolia, um die alten Weisheitsschriften zu retten. Und auch haben sie das Goldene Licht-Sutra dort gefunden. Und jetzt sagt er, schau, ich kann euch ein paar Mantras geben vom Goldenen Licht-Sutra. Und dann sagt er, aber ihr kennt dieses Sutra nicht wirklich gut.
Also könnt ihr lediglich den Vers, den wir euch vom Lama Chupa gegeben haben, benutzen. Diesen benutzen wir jedes Mal, wenn wir hier Retreat machen. Und die erste Nacht, wenn wir hierher kommen, machen wir das Lama Chupa. Deshalb schlägt er eben vor, dies zu machen. Dann sagt er, einige Lehrer der Vergangenheit haben diesen Vers vom Lama Chupa, um ihre als ein Mantra benutzt. Zum Beispiel Yogi-Mantras im Retreat. Und sie tun diesen Vers über Liebe. Eine Million Mal haben sie dieses Mantra gemacht. Und sie haben es immer und immer wieder wiederholt. Und ich habe ein Bild für euch. Seid ihr bereit? Geht zurück bitte zu 43:25. Hier ist Lama Tsumpa Rinpoche. Er ist gestern verstorben. Ich möchte etwas über ihn reden. Er war die erste Person, die mich eingeladen hat, zu lehren in meinem Leben. Und er war ein großartiger Lehrer, der geholfen hat, den Buddhismus in den Westen zu bringen. Und der Fakt, dass wir Buddhismus im Westen haben, ich bin zum Beispiel in einem Land aufgewachsen, wo wir nie vom Buddhismus oder Meditation gehört haben. Und nur ein paar wenige großartige Lehrer, die durch großes Leiden aus Tibet kamen, in den Westen kamen, sehr langsam zu uns in den Westen kamen. Es waren wirklich nur eine Handvoll von Lehrern, großartiger Lehrer. Und sie haben die Sprache gelernt. Und hier ist im Westen zu leben. Und ich erinnere mich an diese Jahre. Es ist wie, als würde die Titanic den Eisberg rammen. Und es gab diese mutigen Lehrer aus Tibet, die von dort kamen, in den Westen kommen, um uns Westler zu lehren. Und wir sind wie die Titanic und sie hatten den Mut, uns zu lehren. Und das ist ein wirklich großer kultureller Spalt zwischen Tibet und dem Westen und diese wenigen speziellen, besonderen Lehrer. Sie haben versucht, verrückte Hippies zu lehren. Nächstes Bild bitte. Das ist Lama Stupas Lehrer. Und sie kamen zusammen. Und Lama Yeshe war ein Geshe, die zu den Flüchtlingslagern kam. Und er war sehr lustig. Schau ihn dir an. Er war ein großer Spaßmacher. Er ging zu Einkaufsläden in San Francisco und fragte, bring mich zu dem Damenbereich. Und alle Studenten fragten, was? Und er sagte, bitte bring mich zu dem Damenbereich im Geschäft. Und er hat sehr große orangene Hosen gekauft. Und er hat sie gekauft und hat sie getragen. Und er war so lustig. Er ging auch an die Universität und lernte dort tibetische Ideen. Er ist wie der Eisberg. Und es war wirklich schwer für sie. Es war wirklich schwer für sie. Sie hatten kein Geld.
Sie haben versucht, an der San Francisco State University hat er gelehrt, während der Hippie-Zeit. Und das hat so viel Mut gebraucht, diese wilden Hippies über Buddhismus zu lehren und unterrichten. Und er tat es. Und er hat es, sie haben es wirklich hart versucht. Und ich erinnere mich eines Tages, sie kamen zusammen, um meinen Lehrer zu sehen. Also es war ein großes Event. Ich war so aufgeregt. Und sie kamen zum mongolischen Kloster und sie haben uns dort besucht. Und es war einfach viel Spaß und Freude. Und Lama Sopa war das absolute Gegenteil von ihm. Er war sehr seriös. Und er war ein sehr hoher, reinkarnierter Lehrer. Er war wirklich ein hoher, reinkarnierter Lehrer. Und er wurde geboren auf einem Plateau vom Mount Everest in einem sehr kleinen Dorf. Und dann war er in einem Flüchtlingslager und zugleich war er sehr konservativ. Er war sehr konstituiert dazu. Er war wirklich eine hohe Reinkarnation. Und er traf Lama Yeshe und da war dieser magnetische Sog zwischen ihnen. Und sie haben die größte Organisation von westlichen Buddhismus zusammen aufgebaut. Und sie haben wirklich hart gearbeitet. Lama Yeshe hat wirklich sehr lange hart gearbeitet und sein Student Lama Tsupa hat weitergemacht. Und er hätte nicht aufgehört zu lernen. Als ich mein 3-Jahres-Retreat gemacht habe, ich habe das Diamantschneider-Sutra gelehrt das erste Mal. Und er war dort. Und hat nicht geschlafen. Er hat die ganze Nacht Studenten willkommen geheißen. Und eines Tages in meinem 3-Jahres-Retreat hat jemand an meine Tür geklopft. Und dann sagte jemand zu mir, er ist jetzt bereit, dich zu sehen. Und ich sagte, okay. Und ich bin dort mit Christy hingegangen, meiner Partnerin, und sagte, okay, also ihr wollt ein 3-Jahres-Retreat machen. Und ich sagte, ja. Deine Augen, Ohren, die Nase, die Sinne sind die Retreat-Komponenten und sie werden verbunden sein im gesamten Retreat. Und dann sagt er, okay, nun geht wieder. Und ich war irritiert. Und er war großartig, er ist großartig. Er war sehr konservativ und er hatte für mich eine demokratische Spirit basierend auf Instinkt. Er sagte, ich bin dann nicht ganz konform, wie du es machen möchtest, aber ich verstehe es und ich unterstütze dich. Also wir haben einen großen Lehrer verloren. Und in diese Generation
ist gegangen, eine großartige Generation ist gegangen, so denke ich. So, wir sind wirklich glücklich, dass wir sie hier hatten. Das ist jetzt unser Problem. Jetzt ist es unser Job, dies weiterzugeben. Lasst uns mindestens so mutig sein wie er. Und lasst uns mindestens so hart arbeiten wie sie. Lasst uns es am Leben halten. Mein heiliger Lehrer, bitte lässe mich mit Mitgefühl, dass alles fühlen, jedes fühlende Wesen, möge jedes fühlende Wesen and let any goodness I ever do and all my happiness be sent away to other people. Okay. Okay. Dermasay, D-E-R-M-A. Okay. Benutze jede Aktivität des Tages. Benutze es als eine Praxis. Während der Interaktion mit anderen Fahrern zum Beispiel. Es kann interessant sein in Arizona. Benutze es als einen Grund, Tonglen zu praktizieren, im Verkehr, im Stau. Und dann gehen wir zu ein paar Sutras, die ihr betrachten könnt. Wir können die Lebensgeschichte von Tsongkhapa benutzen, das König des Dharmas zum Beispiel. Dann sagt er, dieser Raum ist ein, oder dieses Wort Lung ist ein sehr bedeutendes Wort im Buddhismus auf Tibetisch. Es bedeutet Wind. Erde, Wasser, Feuer und Wind. Lung bedeutet Wind. Es ist auch das gleiche Wort im Tibetischen für Qi oder Prana. Es gibt hier in diesem Lam Rim eine tiefe Betrachtungsweise auch des Diamantenwedes. Das bedeutet, es scheint so, als sei es nur ein sehr langes Buch und zugleich läuft das Tantra darunter wie das Wasser unter das Eis. Wenn du das Lam Rim richtig verstehst, dann erkennst du, dass es ein wirklich sehr großartiges Diamantweg-Teaching ist. Es kann unter dem Eis ein Diamantweg-Teaching sein. Und an dieser Stelle kommt einmal das Wasser hoch übers Ein. Ken sagt, lass es reiten auf deinem Prana. Lass die Tonglen auf deinem Prana reiten. Und es geht sehr tief hier. Die Verbindung zwischen Geben und Nehmen und der Praxis zwischen Geben und Nehmen, der Praxis, die Probleme von anderen Menschen zu nehmen und die guten Dinge zu geben.
Das wird eine Mantrik-Praxis, wenn du dein Prana damit benutzt. Dein Prana ist verbunden mit deinem Atem, sehr, sehr eng verbunden. Also wo dein Atem hingeht, geht auch dein Prana hin. Also Tonglen wird ein Pranayama. Ein Ayama bedeutet eine Praxis. Wie nennen wir es? Ayama bedeutet etwas möglich machen, dass etwas passiert in dir. Yama bedeutet kontrollieren. Und es bedeutet auch der Lord des Todes. Ich erzähle euch warum. In den alten Tagen Yama bedeutet, das sind die zwei Zügel, mit denen du Pferde lenkst. Und es bedeutet, dass du zwei Dinge damit lenkst. Und in den antiken Zeiten, es gab eine Zeit zwischen Tag und Nacht und wie das miteinander verbunden war. Und die Nacht war repräsentierte die Zeit des Verlustes der geliebten Menschen. Und das ist, es ist so, dass es immer ein Ziehen ist an den unterschiedlichen Zügen. Und deshalb wurde auch der Lord des Todes Yama genannt, weil er kam. Und du trafst ihn. Und Yamantika bedeutet, du tötest den Lord des Todes. Und was ist das andere Sanskrit-Wort für Yamantika? Kalajanda. Großer Tod zu Tod. Großer Tod zu Tod. Und das ist ein Teil vom Hatha-Yoga-Pratika, welches eine sehr tiefe Retreat-Praxis ist. Ein sehr tiefer Text und er dauert 2 Jahre, ihn zu lehren. Und deshalb kommt zum nächsten YSI-Programm. Dort lehren wir ihn, dort gehen wir ihn durch. Und das ist im September diesen Jahres. Und wir studieren dort Dalatanda. Okay, an dieser Stelle benutze das Prana. Benutze deine Atemübung. Und es gibt offensichtlich eine sehr starke Verbindung zwischen deinem Atem und deine Art und Weise deines Geistes. Wenn du Angst hast, dann atmest du sehr unregelmäßig, sehr schnell. Also wenn du schauen möchtest, wie deine Tonglen läuft, wie sie funktioniert, kannst du erstmal deinen Atem kontrollieren. Wie ist dein Atem? Und wenn du wirklich geben und nehmen praktizierst, Stunde für Stunde, und es wird sich integrieren in deine Atmung, also lege ein Auge auf deine Atmung, achte darauf. Schau, ist es aufgewühlt oder ist es auch nicht im Flow, ist es nicht im Fluss? Dann schau, was es auch mental mit dir macht. Wenn du Tonglen-Meditation Stunden auf der Stunden machst, solltest du auch Pranayama zur gleichen Zeit haben. Und die Erfahrung soll schön sein und auch der Atem ruhig und angenehm. Und die Atmung, natürlich die Einatmung durch das linke Nasenloch und die Ausatmung durch das rechte Nasenloch. Ihr seid natürlich kein schlechter Mensch, wenn ihr durch beide Nasenlöcher atmet. Ich habe einen Studenten von Burma und jedes Mal, wenn ich ihm solche Sachen zu dem Prana sage,
sagt er, bitte lehr mich dazu nicht weiter. Es ist immer irgendetwas, wo ich mich schuldig dabei fühle. Ich fühle mich irgendwie schuldig dabei. Und ich dachte so, ich habe gedacht, er macht mich verrückt, er fühlt sich die ganze Zeit verrückt. Sei vorsichtig damit. Nimm die Instruktion vom Retreat, die sich cool für dich anfühlen, und benutze sie für ein paar Tage und ein paar Wochen. Und lass einige Teile liebevoll, freundlich gehen. Du kannst nicht alles erinnern, du kannst nicht alles praktizieren. Wenn du versuchst, alles zu machen, stockt dir irgendwann der Atem. Warum hat Geshe-la hunderte an Praktiken gelernt? Fühl dich nicht schuldig, dass du es nicht alles schaffst. Fühl dich nicht Dharma überarbeitet. Wähle das, was zu dir passt. Der Grund, warum wir hunderte von Praktiken geben, ist, dass es hunderte Arten von Persönlichkeiten gibt. Hunderte von unterschiedlichen Menschen, was sie benötigen. Schau, wo du Attraktivität, Anziehung zu hinfindest, und praktiziere das denn. Wähle nicht alles, was du hier in diesen Klassen wählst. Und ich denke trotzdem, dass das Prana und die Verbindung zum Mantra eng ist, also wie es sich auswirkt, was du tagsüber machst, wie du es tagsüber machst. Und ich denke, wenn du kleine Sachen von Menschen betrachtest und dein Prana und deine Atem beachtest, und wenn du diese Intention hast, das kann und sollte dich zu einem hohen Bodhisattva machen, den Menschen helfen mit kleinen Sachen, zum Beispiel am Flughafen. Veronika und ich möchte auch Veronika danken, dass sie heute hergekommen ist. Vielen Dank. Meine Stiefmutter hat ein gesundheitliches Problem, und wir sind ins Krankenhaus gefahren. Und es gibt hunderte Menschen dort, die dort auch krank sind und dort im Bett sind. Und wir haben angefangen, mit anderen Familien zu reden. Und es war so schön und so toll. Es fühlte sich an wie Buddhismus. Und normalerweise bin ich etwas schüchtern. Ich bin nicht schüchtern zu lehren, aber ich bin in der Öffentlichkeit mit unbekannten Menschen etwas schüchtern. Und Veronika ist ein bisschen anders, und sie geht auf die Menschen zu und sagt, hey, wo seid ihr her? Und wir haben angefangen, mit diesen anderen Familien zu sprechen und darüber zu sprechen, um wen sie sich kümmern. Und der Ort zu praktizieren ist der Ort, wo du gerade bist. Und du kannst Tonglen überall machen. Und erinnere dich an den Atem. Wenn etwas mit deinem Atem passiert, bedeutet das, dass etwas mit deiner Tonglen passiert. Zum Beispiel, wenn du nervös bist oder wenn du traurig bist, dein Atem wäre nicht im Gleichgewicht oder ist dann nicht im Gleichgewicht. Shepatar Tonglen ki Mikpa Chingse Jong is say, when you get pretty good at Tonglen, wenn du wirklich gut wirst in der Tonglen, wenn du ausatmest und dich an dein Geben erinnerst, du bist beim Einatmen, wenn du mit der Einatmung nimmst du die Probleme der anderen Menschen weg. Fokussiere dich also, die Probleme der anderen Menschen wegzunehmen und ihnen dann Hilfe zu geben. Wenn du das miteinander verbindest, Jar bedeutet verbunden mit deinem Atem sein.
dann wird dein Atem wird dich daran erinnern, die Tonung zu machen, den ganzen Tag, wenn du mit deinem Atem verbunden bist. Und nun sind wir bereit für das weitere Bild. 100 Dollar. Erzähle mir, warum der Cowboy an dieser Stelle relevant ist. Warum ist der Cowboy auf dem Pferd für die heutige Diskussion relevant? Es ist relevant, wie das Prana und die Gedanken gemeinsam reiten, wie der Cowboy und das Pferd. Vergiss nicht, das Geld dir abzuholen. Ich war in Shenzhen in China im neuen Büro dort und ich sollte etwas unterschreiben und ich sollte etwas Inspirierendes schreiben. Und dann habe ich gewählt, in den großen Buchstaben habe ich Longzhen Chukatse. Longzhen Chukpa Chik. Longzhen Chukpa Chik. Eine hohe tantrische Praxis. In diesem Lamrim für Anfänger. Also, ihr habt es mich oft sagen hören. YSI liebt Longzhen Chukpa Chi. Und hier ist es. Menschen sagen mir, wie spricht man es aus? Und hier ist es nun. Nun ist das Wort für Wind, Prana oder Chi. Sam bedeutet der Geist. Chukpa Chi bedeutet, sie fließen zusammen. Sie fließen zusammen. Das klassische Beispiel ist ein Cowboy auf einem Pferd. Ich habe großartige Neuigkeiten erfahren. Das einzige funktionierende Business hier, Geschäft, ist eine Tankstelle. Und sie haben auch unterschiedliche Gerüche, 47 Gerüche und es gibt auch einen Eiscreme-Laden. Wir sind nicht zu den Stupas gegangen, wir sind dann zu den Eisladen gegangen. Und der hat dann geschlossen, der Eiscremeladen. Und wir waren ziemlich depressiv dort, oder enttäuscht dazu. Und dann hat auch ein indisches Restaurant hier aufgemacht. Das ist wie ein Wunder. Und es ist von der, dieses Essen kommt aus der Region, wo ich gelebt habe in Indien und welches Essen ich sehr oft gegessen habe. Es ist wirklich eine schöne Sache. Wir sind dort früher hingegangen und sind zum Eiscremeladen gegangen. Und es gab da einen Mann, der auf dem Pferd geritten ist. Ich war mit Joram Cohen da aus Israel und wir haben Eis gegessen und die Cowboys sind da vorbeigeritten und sie hatten diese großen Taschen. Und wir dachten, mein israelischer Freund fragte, machen Sie hier einen Film? Und ich sagte, das ist kein, Sie drehen hier keinen Film, das ist ein wahres Erlebnis. Und sie reiten hier auf dem Pferd lang. Wir haben Cowboys hier. Unsere Nachbarn sind die letzten Cowboys aus Arizona. Also seid nett zu ihnen. Verärgere sie nicht. Weil sie tragen Waffen. Sie schießen
Schlangen aus Spaß. Und das hat mich irritiert. Also denk an einen Cowboy. Und der Punkt ist, dass Prana und die Intention, anderen Menschen zu helfen, reiten wie ein Cowboy auf einem Pferd. Wer ist das Pferd und wer ist der Cowboy? Für 25 Dollar. Es gibt zwei Arten, es gibt zwei Wahlmöglichkeiten. Und ich bin manchmal auch verwirrt. Wer ist das Pferd und wer ist der Cowboy? Das Pferd ist dein Prana und der Cowboy ist dein Geist, dein Gefühl, deine Intention. Das Pferd ist das Prana, der innere Wind, welcher sich widerspiegelt in deinem Atem. Wenn dein innerer Wind nicht gut ist, ist deine Atmung sehr schlecht. Jerky heißt, ist wie Kaugummi von Kuhn gemacht. Okay, machen wir weiter. Das Pferd ist dein Atem und der Reiter sind deine Gedanken. Und vor allem dein Bewusstsein deiner ganztägigen Tonglen. Und jede Chance, die du hast, dass die beiden zusammenarbeiten, mache etwas Nettes für jemand anderen. Und es gibt ein tiefes, es gibt eine tiefe Intention, wirklich zuerst anderen zu helfen, wenn du für 25, 30 Jahre dich darauf fokussierst, anderen zuerst gut zu behandeln. Es ist natürlich schwierig, sich daran zu gewöhnen. Es fühlt sich am Anfang ziemlich gut an, Dinge erstmal für sich zu machen, sich um mich selbst zu kümmern. Aber was passiert? Nach langer Zeit. Wenn du dich zuerst um andere Menschen kümmerst, ist es wirklich großartig. Es macht dein ganzes Leben bedeutungsvoll. Was immer du machst beruflich in deinem Leben, was immer du studiert hast, welche Meditation du gemacht hast in deinem Leben, wenn du dich auf andere Menschen fokussiert, wenn du dich zuerst um andere Menschen kümmerst, wenn das Einzige ist, was du im Diamond Mountain Retreat Center gelernt hast, dann ist dein Leben gerettet, dann ist dein Leben wirklich sehr, sehr glücklich. Wenn du damit wackelst und du dich zuerst selbst gut behandelst. Das ist eine schlechte Strategie, das ist eine verrückte Idee. Und zugleich ist es die menschliche Natur. Also darfst du dagegen ankämpfen. Es hat nichts an sich mit der Moral zu tun. Es hilft dir, glücklicher zu sein. Je mehr du anderen gibst und sie glücklich machst, desto glücklicher wirst du. Also setze dich nicht an erster Stelle, dann würdest du es verlieren. Es gibt etwas weiteres bezüglich des Pferdes und des Cowboys. Das Pferd ist dein Prana, deine Atmung, und der Reiter sind deine Gedanken, dein Geist. Also wer kontrolliert wen? Ich war in Princeton. Ich glaube, das war das zweite oder dritte Jahr. Und es gibt einen Fluss, einen See in Princeton, den sie künstlich gebaut haben. Und es gab
ein Rennen mit dem Ruderteam. Ich war im Ruderteam und wir sind den Fluss auf und ab gefahren. Und du kanntest ein Pferd dir mieten und rund um den Fluss reiten. Und ein Freund zu mir sagte, wollen wir uns ein Pferd mieten und drumherum reiten, weil du bist ja aus Arizona, du kannst ja reiten. Und ich sagte, ja, und wir haben es nur ein einziges Mal gemacht. Und dann habe ich gesagt, ja, okay, lass uns das machen, ich kann das machen. Und es war wirklich sehr lustig. Ich habe immer die ganzen Cowboy-Filme gesehen, wo die Cowboys die Pferde ankicken mit ihren Hacken, und das habe ich auch gemacht. Und das Pferd ist losgerannt, und dann hat das Pferd dieses Mundstück im Maul, und die Pferde halten ad hoc an. Und ich bin über den Kopf des Pferdes geflogen und gefallen und habe seit diesem Zeitpunkt nie wieder auf ein Pferd gestiegen. Warum erzähle ich euch das? Wenn der Atem außer Kontrolle gerät, wenn er durchgeschüttelt ist, die Gedanken werden folgen. Wenn der Atem durcheinander kommt, wenn das Pferd losläuft, hat der Reiter nicht mehr die Kontrolle. Es hängt davon ab, wer was kontrolliert, ob das Prana deinen Geist kontrolliert oder der Geist deinen Prana. Jukpa Chimani bedeutet, es kann in beide Richtungen gehen. Wenn dein Atem, wenn dein Prana außer Kontrolle gerät, wird dein Geist folgen. Wenn dein Geist irritiert ist, wird auch dein Atem sich verändern. Wenn deine Meditation so schlecht ist, dass dein Geist nicht die Gedanken kontrollieren kann, wenn du nicht die Kapazität hast, deinen Geist zu beobachten mit dem Qi-Qing, wenn du die Kapazität noch nicht hast, fang an, deinen Atem zu beobachten. Wenn dein Atem verrückt wird, kannst du darauf vertrauen, dass deinen Gedanken, dass deinem Atem folgen. Wenn du an einem schlechten Tag deine Gedanken nicht beobachten kannst, dann betrachte an diesem Tag deinen Atem. Okay, habt ihr es verstanden? Also es ist eine symbiotische Beziehung. Es ist sehr wichtig, dieser Punkt. Wenn du sehr gut daran wirst, was bedeutet Gen? Gen without, ohne den, das G bedeutet Fehler. Und mit dem Präfixbuchstaben B bedeutet das Pferd reisen. Das bedeutet also, reite dein Prana wie ein weiser Cowboy. Dakcheng Jangjai. Wenn du gut daran bist, deinen Atem zu beobachten, es wird einfacher für dich sein, dass andere Menschen das genau das gleiche Recht haben wie du, zum Glücklichsein. Und wechsel dann von selbst zuerst dir Gutes zu tun, anderen Menschen zuerst Gutes zu tun. Und es ist eine Lebensaufgabe und eine Herausforderung für das ganze Leben, weil es ist ein tiefer Instinkt der Menschen. Wenn ich es nicht zuerst nehme, dann bekomme ich es nicht. Es gibt dieses tiefe, tiefe Gefühl, dass wenn ich es nicht zuerst nehme, es erst zuerst anderen gebe, dann bekomme ich es nicht. Vertraue darauf, gebe erst und kümmere dich zuerst um andere Menschen.
Wie bekommst du, wie bekommst du Dinge von anderen Menschen, natürlich, indem du sie zuerst gegeben hast? Das ist ein sehr seltenes Wort. Chupa Chamba bedeutet große Maschine. Das Wort für Maschine ist im Tibetischen verwandt mit dem Wort für Wunder. Und es bedeutet, die Praxis, andere Menschen zuerst zu behandeln, ist wie eine große Maschine im Hintergrund deines Lebens. Also wenn du Tonglen machst, ist im Lama Chipa, daher kommt es, die große Maschine. Und es bedeutet, es ist eine großartige Glückseligkeit, Produktionsstätte. Habt ihr die Pfauenfarm auf dem Weg hierher gesehen? Was machen sie dort? Das ist und es gibt diese große Maschine, die von den Nüssen die Schale entfernt. Und diese und sie vergleichen hier im Text die Tonglen mit dieser großen, powerkraftvollen Maschine. Also sich erst um anderen zu kümmern, also das Tong und Leng ist eine große Maschine. Es ist eine große Fabrik, um Glückseligkeit und Glück zu produzieren. Okay. Wir stoppen die Klasse an dieser Stelle und wir setzen fort. Er geht von hier ins Tantra, in diesem kleinen, unschuldigen Lamrim geht er ins tiefe Tantra. Also schlage ich vor, dass ihr zur nächsten Klasse kommt. Okay, sehen wir uns gleich. Timothy, gibt es noch etwas zu sagen? Okay, ihr lieben Teilnehmer, wir sehen uns in einer halben Stunde.